Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Spannend. Spannende Debatte, spannender Antrag. Wir reden, ich fange mal damit an, wir reden jetzt zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode über das Betreuungsgeld. Ich glaube, wir sind uns einig, wir reden hier über ein bundespolitisches Thema. Heute Morgen noch haben wir eine Aktuelle Stunde zu dem Themenkomplex NSA und so weiter gehabt. Jedes Mal, wenn wir als Piratenfraktion ein solches Thema bringen, was durchaus bundespolitischen Bezug hat, wird uns um die Ohren gehauen, dass wir bundespolitische Themen hier reinbringen, weil wir eben nicht im Bundestag sitzen und so weiter und so fort. Jetzt hier Betreuungsgeld, ganz klar bundespolitisches Thema. Wir machen es zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode. Und inhaltlich habe ich bisher heute nicht einen einzigen Satz irgendetwas Neues gehört. Die Positionen sind ja eigentlich auch sind ja recht klar. Ja, ich bin eigentlich auch dankbar. Ich bin ja für den FDP-Antrag dankbar, lieber Marcel Hafke. Wir werden den auch gleich unterstützen und werden selbstverständlich zustimmen. Denn das Betreuungsgeld sollte tatsächlich auf Bundesebene wieder abgeschafft werden. Was ich allerdings nicht verstehe ist, der Kollege Melzer hat das eben ja auch erwähnt, das ist ja Beschlusslage dieses Landtags. Ja? Haben wir 2012 hier beschlossen, wir übrigens gemeinsam mit Ihnen, wir haben den Antrag mitgetragen, haben positiv diesem Antrag zugestimmt. Was ich nicht verstehe ist, Herr Kollege Melzer und auch Frau Kollegin Asch, warum stimmt denn dann Rot-Grün heute diesem FDP-Antrag dann nicht zu? Verstehe ich nicht. Oder bekommt der Antrag gleich die entsprechende parlamentarische Mehrheit? Alles gut, dann habe ich das falsch interpretiert. Ich bin davon anderen Dingen ausgegangen. Nichtsdestotrotz, bitte, Herr Kollege Zimkeit, bitte. Krankes System ist übrigens ein böses Wort, Herr Mustafizadi. Sollte man gar nicht verwenden. Ja, oder war das als Zitat zu werten? Ja, okay, ich verstehe. Ich werde das entsprechend würdigen. Ja, nein, stimmt nicht. Okay. Ich möchte gar nicht auf Rot-Grün eingehen. Ich möchte, und lieber Marcel, das wirst du mir verzeihen müssen, ich möchte schon auf die besondere Situation der FDP in dieser Debatte eingehen. Ihr habt euch, bitte? Auch nicht im Bundestag. Ja, Parallelen gibt es da durchaus, Frau Löhmann. Die FDP hat sich landespolitisch eigentlich in den bisherigen Debatten, 2007 glaube ich das erste Mal, Kollege Lindner hat sich dann hierzu geäußert, 2012 in den beiden weiteren Debatten auch, jedes Mal durchaus gegen das Betreuungsgeld ausgesprochen, mit spannenden Zitaten, die wir ja zum Teil auch schon hier in der Debatte soweit gehört haben. Der Beschluss an dem Tag, wo wir die Aktuelle Stunde 2012, am 9. November 2012 hier hatten, der Beschluss ist allerdings im Bundestag dann von der FDP entsprechend mitgetragen worden. Als billiger Kuhhandel, sage ich es einfach mal, der Deal war letzten Endes die Abschaffung der Praxisgebühr, auch unterstützenswert, aber dafür den Kuhhandel einzugehen, dass das Betreuungsgeld gleichzeitig eingeführt wird, ich weiß nicht, ob das der sinnvolle Weg ist. Und jetzt, Herr Mustafizadi, sei mir da der Schwenk nochmal erlaubt. Das ist es zum Beispiel, was ich eben vor 3 Wochen als falsch bezeichnet habe. Hier zeigt sich eben, dass Fraktions- oder auch Koalitionszwänge eben zu irrsinnigen Entscheidungen führen. Und jetzt führe ich im Können noch mit dazu, nicht müssen. Ja? Lösen Sie sich davon, lassen Sie uns diskutieren, wie wir an diesen Stellen sinnvolle Veränderungen herbeiführen können. Dafür treten wir Piraten ein und laden Sie auch dazu ein. Ich komme nochmal zurück zur fachlichen Betrachtung des Betreuungsgeldes. Das Betreuungsgeld ist teuer. Ich weiß nicht, Walter Kern sehe ich jetzt gerade nicht, doch da oben schwirrt er rum. 500 Millionen Euro ungefähr sind die Schätzungen allein für 2014 bis 2016 wird das über 1 Milliarde Euro einsteigen. Das sind momentan nach Verteilung Königsteiner Schlüssel irgendwo 100 Millionen Euro, die wir ganz sicherlich besser für andere Dinge hier in Nordrhein-Westfalen im frühkindlichen Bereich halt tatsächlich einsetzen können. Unabhängig davon, dass wir als Piraten uns diese Debatte heute eigentlich hätten sparen können, weil es eben schon durchaus Beschlusslage des Landtags ist, werden wir natürlich dem Antrag zustimmen. Das Betreuungsgeld hätte sinnvollerweise gar nicht eingeführt werden sollen. Unabhängig davon, dass es die FDP ist, die das Betreuungsgeld selbst mitgetragen hat und nun wenige Monate später dann deren Abschaffung... Bitte?
Ja, habe ich ja gerade gesagt, lieber Marcel. Also das ist ganz klar, aber auf Bundesebene hat das irgendwie nicht funktioniert, dass die FDP sich da durchsetzt und das dann gleichzeitig der SPD vorzuwerfen, dass die es auch nicht geschafft haben, den Koalitionsvertrag entsprechend umzusetzen, ist schon ein bisschen merkwürdig. Im ersten Entwurf, liebe SPD, des Koalitionsvertrags stand es ja übrigens noch drin. Ich war überrascht, dass dann plötzlich irgendwann das Betreuungsgeld verschwunden ist. Wie auch immer, die Zeit ist zu Ende. Ich würde Ihnen gerne noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir werden dem Antrag zustimmen, selbstverständlich. Ja. Das ist unsere Art und Weise, wie wir damit umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dünger.